Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Asphalt 8. Weil wir heute wieder online sind, kriegen wir plus 30% Credits. Okay. Wow, beim Event sieht man ja schon einen mega geilen Mercedes gesehen. Nein. So Fragen oder sowas oder so Spieltipps, was ich noch Let's Playen soll oder so, könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich spreche jetzt nur an, weil ich habe auch noch auf Facebook eine Gruppe erstellt, wo ich halt drin bin und wo ihr mir auch so Fragen stellen könnt und so. Ja, und die Gruppe heißt, habe ich meinen YouTube-Namen, Heiko R. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, könnt mir Empfehlungen geben, Tipps geben, Fragen stellen, was ihr wollt. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Dann beginnen wir jetzt auch mit dem Rennen, aber... Ah, okay. Ja, das mit der Facebook-Seite wollte ich schon sagen. Und jetzt beginnen wir mit Franz Guvana oder so. Weiter. Rennen starten. Sprungdauer gesamt 3 Sekunden. Ich glaube, das ist ziemlich leicht. Aber vielleicht gibt es hier wenige Sprungschanzen und 2 Korkenzieher. Klasse D, 2 Runden, 8 Fahrer. Wow. Also hier rechne ich echt gerade mit dem ersten Platz, weil die Aufgaben da, die Sondersterne, Sprungdauer 3 Sekunden und Korkenzieher 2 ist relativ leicht. French Guiana. Oh, ein Airport-Turm. 3, 2, 1 und los geht's. Go. Neue Strecke. Okay, hier können wir direkt schon mal Sprungdauer machen. Kacke. Irgendwie habe ich viel zu leicht gelenkt. Ich bin irgendwie noch eine falsche Lenkung gewöhnt. Vielleicht die vom Landi, weil den letztlich auch. Oh Mist, da wieder eine Sprungschanze, weil... Wir müssen die Sprungdauer 2 Sekunden. Ich glaube, die kommt mir ziemlich leicht vor. Aber nachher gibt es hier nur 3 Sprungschanzen oder so. Das waren gerade die 3 oder so. Kann ja sein. Wow, da vorne gerät einer ins Schleudern. Und da hat es auch jetzt gekracht. Zack. Ich eng das Feld zusammen und jetzt ballern wir ein bisschen ab. Ah, ich hab nach oben lang gekönnt. Nitro haben wir nicht. Wir sind aber mit Vierter und mitten im Feld drin. Und jetzt sind wir Zweiter. Es gibt 2 Runden, okay. Da kommen wir nochmal eine Sprungschanze am Start vorbei, weil ich glaube, es sind fast auch die einzigen hier, um unsere eine Aufgabe zu erfüllen. Aber Korkenzieher kann man, glaube ich, nur über schrägen Sprungschanzen. Da habe ich aber noch keine von gesehen. Wie lang? Wow! Vierter von 8. Ist okay. Weil wir sind direkt am Feld dran. Ich hab mich schon... Hä, was war das bitte? So eine riesige Maschine. Hä? Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Mist, 7. von 8. Hier fahren so riesige Maschinen durch die Gegend. So, Sprungdaueraufgabe ist geschafft. Sprungdauer 3 Sekunden. Wow. Auf jeden Fall war das mit den Maschinen nicht so gut. Das sind so komische Maschinen, die irgendwie rumfahren. Und wenn du irgendwo gegenfährst, ich glaube, die haben dich auch bewegt. Wenn du dagegen fährst, ja, dann bist du gegengefahren. Und hast einen Totalschaden. Nächste Runde. Neues Glück. Wow, da oben startet eine Rakete. Und da fliegen wir jetzt mitten durch. Geilo. Also diese Welt hier oder... Mist, da hätten wir Korkenzieher machen können. Das ging nur bei der. Also diese Welt gefällt mir ganz gut. Welt.
Nein, natürlich diese Strecke meine ich. Diese Strecke gefällt mir ganz gut, weil die einfach viele Sondersachen gibt, wie diese Rakete oder auch dieses bewegende Monstrum. Ups. Da kommt man nicht sehen, da standen Schilder davor, schnell. Ach, das fällt aber vorhin sehr zusammen. Also wir können 4 Sterne von 5 kriegen, weil die eine mit Korkenzieher schaffen wir nicht mehr. Aber da vorne ist das ganze Feld, also Position 1 ist noch drin. Zack. Ah, perfektes Rennen ist, glaube ich, wenn man einen abschießt. Kam gerade irgendwie so vor, weil das stand gerade perfektes Rennen irgendwie. Naja, weiß nicht, aber wir können es ja mal, wenn wir die Aufgabe haben, mal testen. Wenn ich bis dahin da noch dran denke. Wow. Boah, das fällt hier eng zusammen. Wow, da war ein Flugzeug in der Luft. Jumbojet, irgendein Müll, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen, aber da waren fünf Flugzeuge in der Luft. Die Welt hat ja richtig viele Sonderteile. Zack, in der Luft. Überholen hier. Vielleicht wäre auch am Ziel. Oh. Nein, ey, das kann doch nicht sein. Immer so knapp. Also, aber ich habe kein Problem. Wenn man diese Strecke wiederholen muss, finde ich nicht so schlimm, weil die ist echt richtig cool. Eine richtig geile Strecke mit so einem komischen Dings in der Luft, da mit so einem Flieger. Einfach richtig actionreich. Finde ich geil, die Strecke. Weiter. Hoffentlich haben wir die noch mal öfter. Oh, ja. Seit dem neuen Update kommt hier mehr Werbung. Oh, SLS-Event. Nein, wir machen jetzt K.O.-Rennen. Ah, okay, das. Okay, K.O.-Rennen ist, der letzte ist, erhält, wenn ihr meine vorigen Folgen schon gesehen habt, dann wisst ihr auch, was K.O.-Rennen ist, aber wer es nicht gesehen hat, das ist also, der letzte Fahrer hält einen Timer, so 30 Sekunden, glaube ich. Und der fällt dann, nach 30 Sekunden fällt der letzte weg, immer der letzte. Bis dann noch einer da ist und der eine hat dann gewonnen. Jetzt geht's los. Es steht da um Aufwärmtraining. Kurz aufwärmen noch. Dann geht auch gleich der Timer los, damit wir jetzt nicht die direkt letzter sind, direkt verkackt haben. Also jetzt haben wir noch eine Chance, welche überholen, aber wir sind ja gar nicht letzte, wir sind 4 von 6. Jetzt läuft die Zeit. 20 Sekunden fällt der letzte weg. Wir sind aber 4. von 6., also relativ entspannt. Wow, das wird doch mal knapp, weil wir vorletzter sind. Der von hinten kommt. Es reicht, wenn es in der letzten Sekunde nur überholt. Wow! 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 Neuer Rekord. So früh waren wir noch nie vernichtet. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. So schlecht waren wir noch nicht. Noch nicht, noch nie, meine ich. Neues Update plus Werbung. Ja. Dann werden wir in der nächsten Folge mal hier die beiden Events noch mal machen und dann werden wir aber auch bald hier das hier und das hier wiederholen müssen. Vor allem das da.
Und diese eine Strecke habe ich schon gesagt, die wiederhole ich gerne, weil die ist richtig geil, die gefällt mir. Boah, da und die damit zählt, sie sieht so cool aus. Die würde ich echt verdammt gern mal haben. Ach so, ich wollte mal kurz noch mal im Bild gucken, da habe ich direkt in der ersten Folge mir das Bild ausgesucht und habe dann einfach das genommen, habe gar nicht weitergeguckt. Weil manchmal gibt es noch bessere, wenn man... Ja, bessere. Wenn wir den dann nehmen sollen, aber gut, wir haben jetzt einen Emblee. Das ist ein Emblee, okay. Wir haben jetzt Emblee und das... Damit sind wir schon bekannt. Da sieht man, ach, das Emblee, das ist der gefürchtete Heiko. Okay, damit lassen wir es jetzt auch. Dieses Emblee. Und... Dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich. Ciao, bis zur nächsten Folge.